unser Kindergarten, der Wunderland Kindergarten, liegt in der Stadtmitte von Sachsart an einer frequentierten Stelle. Seit dem 1. Juli 2005 ist die Sachsart der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung der Träger des Kindergartens. Und das Gebäude wurde 1981 gebaut. Wir haben hier im Kindergarten 11 Gruppen und für 249 Kinder bieten wir sichere und heimische Umgebung hier im Kindergarten. In dem äußerst gut ausgerüsteten Kindergarten hat sowohl Altes als auch Neues seinen Platz. Im Flur steht ein Ehepaar in schwäbischer Tracht neben einer holzgeschnittenen, bemalten schwäbischen Krippe. Die ehemaligen Gebrauchsgegenstände, Trachtpuppen oder Haussegen rufen für die Kinder die Vergangenheit und Traditionen wach. Die deutsche Nationalitätenerziehung ist seit der Eröffnung des Kindergartens präsent. Und die Eltern und die Großeltern haben das Bedürfnis, dass ihre Kinder Deutsch lernen und die Traditionen der Ungarndeutschen kennenlernen und weiterpflegen. Das Ziel unserer deutschen Erziehungsarbeit ist das Anfreunden mit der deutschen Sprache und die Traditionen der Ungarndeutschen weitergeben. Ein Stolz des Kindergartens ist ein Hof. Die vielen Spielzeuge, Holzhäuser, abdeckbare Sandkästen sowie der moderne Sportplatz sind Ergebnisse von erfolgreichen Bewerbungen der vergangenen Jahre. Die mit Abenteuern lockende Burg konnte mit Unterstützung der Partnerstadt Bautzen auf dem Hof des Kindergartens aufgebaut werden. Die Sachsart der deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung hat als Träger hat wichtige Ziele hier im Kindergarten. Erstens ist die persönliche und die sachliche Bedingungen für die Nationalitätenerziehung sichern und zweitens die Modernisierung des Gebäudes des Kindergartens. Seit 2005 haben wir schon viele, viele Projekte zusammen verwirklicht, zum Beispiel energetische Erneuerungen. Dach, Fenster und Türen haben wir getauscht und Terrassen und Boden im Gruppenzimmer wurden neu gelegt. Sportplatz und Bautzenland wurden gebaut und dieses Jahr wurde die Heizung modernisiert. Um den Kindern und den Erzieherinnen eine angenehme Atmosphäre zu sichern, haben wir Kinderspielzeuge und interaktive Spielzeuge und Spielzeuge für den Hof gekauft. Wir haben noch weitere Pläne für das nächste Jahr. Wir möchten modernisieren unsere Wärmezentrale und darum hat schon der Träger eine neue Ausschreibung für das nächste Jahr beworben. Diese Projekte waren für uns ganz, ganz wichtig, weil unser Kindergarten dieses Jahr 40 Jahre alt ist und den Geburtstag des Kindergartens wollten wir in einer erneuten Umgebung würdig feiern. Und für uns ist das wichtig, wenn die Eltern zufrieden sind und wenn die Eltern und die Kinder zufrieden sind, sind wir auch zufrieden. Als schönes Ergebnis der deutschen Nationalitätenerziehung im Wunderland Kindergarten kann betrachtet werden, dass die Mehrheit der Kinder in eine zweisprachige Grundschule oder in eine deutsche Nationalitätenklasse geht.